Moin Leute, willkommen zurück zu The Forest mit The Schnorrer und mir. Taschen und den Eingeborenen. Die hören hier nicht auf, ne? Nee. Vielleicht sollten wir mal weiter. Einfach mal hier in das Schneegebiet rein. Guck mal da hinten, wo. Renn jetzt hier einfach mal lang. Komm. Eigentlich wollte ich jetzt. Warum willst du jetzt hier im Schneegebiet rumlaufen? Ne, ich wollte da eigentlich noch was in den Topf machen. Im Schneegebiet. Nee, hinter uns. Aber dann kam ja da eben schon wieder diese Tante. Na, warum willst du jetzt hier rumwandern? Ich will hier mal gucken, vielleicht gibt es hier noch eine Höhle oder so. Dann gehen wir da direkt rein, machen uns ein Lagerfeuer und dann futtern wir erstmal. Bei Info gibt es, also hier gibt es definitiv bestimmt hundertprozentig vielleicht auch eine Höhle. Was ist denn das da? Ist das da nicht ein Flugzeug? Ja, das ist das Teil, das Cockpit, ja. Du wolltest hier nicht hoch. Oh, guck mal, was. Ah, da ist ein Koffer gerade rausgerutscht, lol. Aber hier vorne gibt es noch was. Zeug drin. Ja. Eine Pistole. Oh, eine Leuchtpistole, wa? Ja. Und hier ist noch ein Magazin. Real TV Stars Wife Dies. Das ist doch unser Kind hier da drauf, oder nicht? Weiß ich nicht. Wir haben ein Kind. Alter. Deswegen sind wir doch. Wir müssen noch Timmy suchen. Timmy meinst du, oder was? Oh, mein Bildschirm gefriert schon am Rand. Ja. Das ist auch. Ist auch schwierig jetzt mit Schießen und so. Siehst du da eine Höhle? Oh, shit. Ne, ich dachte. Erst, aber nein. Ich sehe hier auch keine Tiere oder so. Bin blutüberströmt, ich friere. Was will man mehr? Guck doch mal, hier hinten ist doch ein Riesenberg. Hier wird da wohl irgendwo ein Eingang sein. So, hier sind lauter Hasen. Ich gehe ein bisschen weiter unten lang, weil hier auch diese ganzen Felsvorsprünge sind. Ja. Also, Leben verliere ich nicht. Ich glaube es nur, dass deine Ausdauer extrem schnell runtergeht. Und der Mageninhalt, glaube ich, auch. Ich habe schon wieder Hunger. Das kann sein. Ja gut, das geht ja übertrieben schnell runter die ganze Zeit. Oh, hier oben ist noch ein Zelt. Scheiße. Hier liegen Leute. Was hat er denn in der Hand? Ach so, eine Soda. Und dann, was ist das? Zeichen da, ein Snack, okay. Pillending hier noch. Oh, die brauche ich. Hier ist eine Speicherstation. Warte, so, ich versuche irgendwo hochzukommen. Eine Soda. Noch mehr Geld. Und zwei Koffer sind hier noch. Zum Aufkloppen. Da sind Leuchtfackeln drin. Nimm einen. Und nochmal Leuchtfackeln. Also. Lohnt sich nicht so wirklich. Ja doch, die Medizin, die will ich haben. Du weißt wo? Ja. Einfach da in die Ecke von der Wand laufen. So, also du kommst den Berg ja auch so gar nicht hoch, so wie es aussieht, ne? Naja, es kann jetzt sein, dass wir genau hier in die falsche Richtung laufen. Also hier drüben ist auf jeden Fall so ein Abgrund. Da geht's wieder runter. Und dann splittet's kurz ins Grüne. Alter, will ich nicht einfach runterfallen. Hey, ich glaube, da unten in dem Grünen mache ich mir mal kurz ein Mini-Lagerfeuer. Hier ist doch gar keine Medizin. Doch, ich habe einen in den Händen von den Leuten. Habe ich einen so ein Teil aufgenommen. Vielleicht gab's das nur einmal. Toll. Kann ich hier überhaupt einen Topf draufpacken? Ja, ein bisschen schräg, aber. So. Einfach zwei Fische rein. Was hier mit dem. Rohe Echse. Und dann habe ich noch. Rohe, was hatten wir? Wildschwein, ne? Rohe Wildschwein.
Großes Wildschwein. Okay, und natürlich was futtern. Weiß nur nicht, ob das immer schneller geht, wenn man hier. Und futtern. So. Sie dürfen. So, keine Zeit zu verschwenden, gehe schon mal ein Stück weiter. Jo. Bald jetzt einfach mal hier die Axt in der Hand. Obwohl. Wir sind ja Bogenschütze, dann rennen wir hier auch mit dem Bogen, ne? So. La 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 la. Ah, hier oben ist noch ein Zelt. Aber da ist auch einfach nur zum Speichern. Oder bin ich? Hä? Nee. Aber das verwirrt mich gerade, dass du hier halt überall an den Wänden Speicherdinger hast. Weißt du? Aber kein Eingang oder so wird. Ja, das ist halt die Frage. Ob man da irgendwo Trickjump-mäßig an der Seite hoch muss. Weißt du? Also hier geht's auf jeden Fall noch höher. Hier ist ein Eingang. Ernsthaft? Nö. No. Also hier komme ich nicht weiter hoch. Da ist eine unsichtbare Wand. Okay. Hier, wo so ein Schneezeug ist. Also wenn, dann muss es wirklich irgendwo einen Eingang geben. Was ist denn das? Hier. Das sieht aus, als wenn hier Spuren auf dem Boden sind. Achso, Schnee. Was ist denn das? Arbeiter. Schnee im Schneegebiet? Aha. Hier ist auch eine unsichtbare Mauer. Nee, das war. Das sah so echt komisch aus gerade. Mich wundert bloß keine Angriffe mehr. Ja, das ist jetzt zu weit im Gebiet. Aber du hast recht hier. Kein einziges Tier weiter. Ja, aber das. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Also hier ist. Da kommen ja mal so eine Schneewände, sag ich mal. Die sind zwar auch ein bisschen steil und so. Ist das hier was zum kaputt machen? Nö. Also bin gleich auf der anderen Seite hier, ich das Gefühl. Weil da unten ist schon unsere eins unserer Häuser. Oh, hier, ich mein Tier. Ganz unten lang? Also bei mir war hier oben auch noch ein bisschen Stück. Oh. Ich bin doch schon wieder im grünen Bereich hier. Fast. So. Es könnte natürlich sein, dass es vielleicht wieder so eine Stelle zum Sprengen ist oder so, dass man die auch noch schlechter sieht da oben. Was ist das? E? Achso, Stock. Toll. Ich hab. Hab ich. Nee. Oh, ich dachte jetzt ernsthaft, ich hab was gefunden. Mist. Hast du aber nicht. Nee, das sah ich. Schade. Hier ist E. Hä, warum liegt das so manchmal in der Wand drin? Ja, ist hier irgendwie. Also, ich kann jetzt eigentlich hier ganz oben nicht mehr lang. Gehe hier schon irgendwo an Klippenrändern, wo ich wahrscheinlich gleich runterfalle. Musst du mich mal auch hochheben. Und runtergefallen. Oh. Lol. Ich habe keine Rüstung verloren. Nur Leben. Na, war doch bei mir vorhin auch so. Aber ich meine, das Schnee. Also, wir sind jetzt hier ziemlich an der Felswand gelaufen, ne? Ja. Aber hier links haben wir ja auch noch dann immer so ziemlich große Flächen. Vielleicht gibt es da dann auch noch mal irgendwo so wie das Cockpit da, weißt du? So langsam glaube ich nicht, dass wir hier in das da reinkommen. Ich glaube, hier geht es jetzt schon wieder runter zum Wasser. Da unten
unten ist schon Wasser. Das ist das komische Dorf, ne? Theoretisch. Aber dann macht doch so ein Schneeanzug eigentlich keinen Sinn, oder? Na, wahrscheinlich verlierst du damit nicht so schnell Ausdauer oder. Na, oder was weiß ich. Die Kälte halt. Wie ist ein Reh? Oder habe ich jetzt. Habe ich jetzt Rüstung verloren? Das ist schon blutüberströmt gewesen. Und. Down. Warte, mein Pfeil. So, ich glaube, ich krieg jetzt die Rehhaut, glaube ich nicht. Rehfell habe ich jetzt 4. Rehfell habe ich 5. Wo fehlt dir denn noch eins? Ja, aber jetzt hier auch, wenn es hier nicht mal Tiere gibt, also jetzt andere Tiere zum Jagen. Dann ist immer trotzdem noch die Frage, was das erste für ein Tier ist. Das könnte natürlich ein Waschbär sein, aber ich habe auch noch nie irgendwie Waschbär gesehen. Nee, deshalb. Ich hätte jetzt wirklich irgendwie vermutet, dass hier oben im Schnee und was rumläuft. Also du hast ja jetzt zum Beispiel, dass du hier nicht sauber schießen kannst, zum Beispiel mit einem Pfeil. Mhm. Weil der wackelt so extrem durch die Kälte, glaube ich. Oh. Oh. Hier unten an der Wand bist du ja schon lange gelaufen, ne? Ich weiß nicht, wo du bist gerade. Ich bin hier wieder Richtung Wand. Da theoretisch ja. Das Reh ist jetzt zu mir gelaufen, hat sich neben mich gelegt. Ach, herrlich. Hier ist noch ein Dorf, aber ich weiß nicht, ob wir da schon mal waren oder nicht. Nehme ich noch einen Pfeil, den ich verkackt hatte? Im Schneegebiet ist ein Dorf? Nee, so knapp daneben. Weil ich habe bis jetzt nur Rehe gefunden. Gut, hier gibt's noch gelbe Pilze, aber kann man anscheinend sogar wirklich essen. Die gelben, ja. Also bis auf das normale Holz, was man hier looten kann. Hasen sind hier ganz viele. Oh, Besuch. Ich höre schon wieder Geräusch. Ja, beim See hier bei mir sind 3. Du bist, ich weiß nicht, wo du... Bist du im Schneegebiet? Ja, ich bin auch im Schneegebiet. Aber wo? Ich sehe deinen Namen nicht. Ich sehe deinen Namen. Wie weit bin ich denn weg von dir? Keine Ahnung. Ich glaube, ein ganz schönes Stück. Aber die verfolgen mich scheinbar auch nicht weiter. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, denen einfach reinzurennen. Vor allen Dingen das Komische ist ja, dass das Schneegebiet hier nochmal genau geteilt ist. Mit so einer riesen grünen Fläche. Weißt du? Das ist so ein bisschen auch komisch. Ach, jetzt sehe ich deinen Namen. Du bist ja schon ewig weg da hinten wieder. Ich geh mal aber kurz. Wo kriegen wir denn? Ich geh mal kurz zu dem Dorf. Wir wollen ja auch die Taucherausrüstung noch haben. Scheiße. Okay, war keine gute Idee. Okay, ich bin jetzt auch bei diesem See, den du meintest. Ich habe das schon getaucht, weil ich gedacht habe, das ist komisch, so fast rund. Ob da irgendwas drin ist, aber hab ich gesehen. Nee. Ach, hier ist die Wasserquelle, die dann durch das, durch die Map geht hier. Theoretisch ist doch, hä? Aber hier muss es doch dann mehr geben als den Kram. Ist ein bisschen doof, ja? So ein Riesengebiet quasi und dann nicht weiter. Ja, ja.
Also bis auf ein paar Im Prinzip war nur Rehe. Oh, das. ich habe hier Besuch wieder. Oh, ich höre auch. Oh, da hinten sind drei Stück. Wo bist du denn? Ich sehe dich gerade schon wieder nicht, ey. Bin immer noch in der Nähe von dem See. Ich bin auch gerade beim See. Oh, hier ist ein Reh. Hallo, Aber ich bin Reh. da unten hier bei diesem Dorf. Ach so, da, ja. Habe ich doch gesagt, war keine gute Idee, hinzugehen. So. Bin ich jetzt das Blut los? Nee. Bin hier einfach an der Seite durch. Aber bei den Dörfern gibt es doch öfter Höhleneingänge, oder nicht? Das war jetzt, glaube ich, einmal. So, und das ist hier noch relativ nah. Auch an dem Schneebiet, weißt du? Lol, was ist denn das? Ach, ein Schwein. Lol, ich hab das nicht getroffen. Gab's jetzt irgendwas im Dorf? Da Hä? stehen drei außerhalb vom Dorf bei dir, ne? Ah ne, du bist da, okay. Ja, ich hab hier noch ein Wildschwein kaputt gemacht. Vor allen Dingen kaputt gemacht. So, nochmal ein bisschen Wurst mitgenommen. Die Echse, die Ruhe, die sieht schon so ein bisschen grün aus. Steht aber immer noch roh da. Ich bin immer noch hier in der Nähe von dem kleinen Pissdorf hier. Ich gehe Da jetzt sind schon weiter. wieder Gegner. Der Pilz war nicht so gut. Die Orangen sind nicht gut, sag ich dir. So. Werde ich hier noch verfolgt und wie? Nö. Aber waren wir denn in dem Dorf hier schon mal? Es kann sein, dass ich schon mal da war. Ich bin ja schon einmal ganz rum alleine irgendwie. Da waren wir doch mal getrennt. Ja. Ich will nämlich. Hier ist ein Höhleneingang, nämlich, glaube ich, in dem Dorf. Oder? Manchmal hast du ja in den Zelten selber auch so einen Eingang. Was ist das? Ach so, die Dinger wieder. Okay. Aber hier gibt es zum Beispiel wieder Kanister. Und hier sind noch ganz viele Koffer. Ja gut, deswegen komme ich jetzt nicht zurück. Nee, nee, aber hier sind doch noch Gegner. Zwei Stück waren da gerade. Ich glaube, das wird gleich wieder dunkel, oder? Denke mal, deswegen fühle ich langsam wieder ins Lager, Richtung Lager. Ich will trotzdem hier noch. Alter, aber hier. Ey, hier laufen überall nur noch Pisser rum, ey. Bei mir spawnen nur noch blutüberströmte Rehe. Das gibt's doch gar nicht. Alter, schon wieder angegriffen. Hier ist noch eine Kröte. Da rennt schon wieder einer rum. Ich brauche, glaube ich, gleich wieder Hilfe. Das schaffe ich nicht in der Zeit. Was herzukommen? Ja. Na, noch lebe ich ja. Mit eine Rüstung bis jetzt verloren. Probiere ja wegzulaufen von denen. Hallo Wildschwein. Der kriegst du jetzt hin oder nicht? Ich probiere jetzt hier die zwei, die mich direkt verfolgen, kaputt zu machen. Einen habe ich. Zwei Rüstungen habe ich verloren. So. Zwei habe ich weg. Ich glaube, die restlichen haben sich nicht für mich interessiert. So, das heißt ja, wir haben hier irgendwo noch eine Höhle nicht gefunden oder Ja, sowas. sicher. Aber nur dieses Cockpit da, dann machen diese Speicherpunkte da irgendwie null Sinn. Das Problem ist ja, wir sind in dem Schneegebiet auch nur in die eine Richtung gelaufen. Weißt Wir waren ja am ziemlich am Rand von der anderen, sind wir gestartet erst. Ja, das sagst du so. Ist auch so.
Also ich gehe fest davon aus, irgendwas haben wir da auf jeden Fall übersehen. Na bestimmt, du. Sonst macht das nicht viel Sinn. Ja. Ja gut, ist halt Schneebiet, da muss ja jetzt auch nicht so viel sein, ne? Ja, aber dann hätten sie es sich auch sparen können. Wozu extra einen Wärmeanzug und sowas bauen für nichts? Ja gut, denk, wenn jetzt, wenn das da so dunkel ist auf dem Wasser und so, wenn du da fährst, dann da war da auch so kalt, ne? Keine Ahnung. Ja, also mich wundert ja hier auch dieser Riesensee mittendrin. Und dann nicht mal gefroren, was, ne? So renne ich jetzt in die falsche Richtung wieder, ne? Ja. Du bist aber richtig unten an den Erhöhungen lang gelaufen, ne? Die meiste Zeit, ja. So, hier ist ja, glaube ich, der Berg, wo das dann nicht hochging. Da oben. Ich bin mir nicht so sicher, ob man da dann nicht irgendwo noch vielleicht sogar hochhüpfen kann. Weißt du? Fände ich ziemlich umständlich. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Ja. Aber wenn hier jetzt wirklich nichts ist, dann müssen wir ja noch ein paar Höhlen, sag ich mal, übersehen haben. Da muss da irgendwo noch Höhlen geben. Ich bin jetzt eh nicht davon ausgegangen, dass wir schon alle Höhlen gefunden haben. Ne, das nicht, aber wäre auf jeden Fall nett gewesen. Oh oh. Ich bin nicht gestorben. Dir ist kalt und du bist nass. Bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Aber hier muss es irgendwas Besonderes noch geben. Das wollen wir finden. Ich nicht. Aber ich renne nach Hause. Alter, die fiepen mir so komisch, die Eichhörnchen. Muss doch mal langsamer da das sein. Das Wichtige ist auch, dass sie nicht so schnell sind. Weil die geben nur Fleisch. Ja. Doch nicht. Wieso, was hast du noch gekriegt? Doch. Refel. Nee, Haut. Geben die nicht. Bist du schon wieder zu Hause, oder? Fast, ich sehe den Steg schon. Alter, du bist... Hast du richtig Heimweh, ja? Gleich bumm, weg. Ein Feind, weg. Ja, ich will lieber dann so nochmal Höhlen suchen, weil im Schneegebiet war jetzt nichts, wo ich dachte so, ja, lohnt sich. Ja, nee, nee, ist ja richtig. Ich begib mich auch mal in die Richtung. Hier ist auch so eine Riesenfläche. Oh, das war nicht gut. Ist runtergefallen, oder? Nee, ich dachte, ich kann nur das leiden, aber nö. Hälfte Lebensenergie verloren. Okay. Und da können wir auch langsam mal wieder ein Folgenpäuschen machen. Das können wir machen. Ja, dann waren wir hier nicht so erfolgreich, aber wir sind wieder durch. Dann bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Tschüss. Also, danke mich. Tschüss.